Sprachgebrauch. Könnten Sie mir erklären, was nicht dem parlamentarischen Sprachgebrauch entspricht? Wir werden die Diskussion jetzt hier nicht an der Stelle führen. Ich möchte Sie bitten, sich in Ihrer Rede zu mäßigen und respektvoll mit Akteuren. Also ich habe keinen Respekt vor dieser Institution und das muss ich auch nicht in einer Demokratie. Die Beispiele, die ich gerade aufgezählt habe, belegen, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das Auslassen, das Framen, das tendenziöse Berichten, das Manipulieren an der Tagesordnung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, einige Beispiele öffentlich-rechtlicher Arbeit aus diesem Jahr. Nach der tödlichen Messerattacke im Regionalzug bei Brockstedt durch einen staatenlosen Palästinenser verschweigt der NDR die Herkunft des Täters. Und als es Kritik daran gibt, schließt der NDR auf Facebook die Kommentarspalte. Bandenkriminalität in Schweden bebildert der NDR mit weißhäutigen, blonden Jugendlichen. Hingegen werden Migranten auf Lampedusa vom NDR mit einem abgeschnittenen Bild illustriert, auf dem man eine Frau und drei Kinder, aber nicht die jungen, dunkelhäutigen Männer sehen kann, die 2 Meter weiter daneben stehen. Im NDR-Magazin ZAP wird uns lang und breit erklärt, warum es richtig ist, nicht mehr von Müttern, sondern von gebärenden Personen zu sprechen, angeblich, weil Menschen mehr als eine Mutter haben können, was unbiologischer, wissenschaftsleugnender Unsinn ist. Das RAF-Mitglied Wolfgang Grams, der einen Polizisten erschoss, nannte der NDR einen, Zitat, mutmaßlichen Terroristen. Die NDR-Moderatorin Luisa Dellert wurde aufgrund ihres gesetzeswidrigen Verhaltens bei den Protesten der Klimakaoten in Lützerath von der Polizei abgeführt. Wenn von der Hamburger AfD vor der Errichtung eines Kalifats, also einer Diktatur, in Frankreich gewarnt wird, erklärt der NDR diese Äußerung, wohlgemerkt ohne Trennung von Bericht und Kommentar, als rechtsextrem. Und bei Anne Will saßen letzte Woche Sonntag Vertreter von SPD, Grünen und CDU-Linksaußen Karin Prien, aber natürlich kein Vertreter der Partei mit den stärksten Stimmenzuwächsen bei den Landtagswahlen, keiner von der AfD. Meine Damen und Herren, die CDU hat mit ihrem Antrag die Problematik phänomenal verfehlt. Wir können uns gerne über Mediatheken, über Online-Formate, über Richtlinien und dergleichen unterhalten. Aber was Sie, werte Kollegen von der CDU, mit den Linken muss ich ja gar nicht sprechen, weil die sind ja hochzufrieden mit ihrem Propagandafunk, was Sie, werte Kollegen von der CDU, nicht verstanden haben, ist... Herr Abgeordneter, ich erinnere Sie an den parlamentarischen Sprachgebrauch. Was Sie nicht verstehen, meine lieben Kollegen von der CDU, ist, dass immer mehr Menschen kein Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, weil dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk ein überteuerter Linksfunk ist. Die Beispiele, die ich gerade aufgezählt habe, belegen. Sie belegen. Und ich erinnere Sie nochmal an den parlamentarischen Sprachgebrauch. Könnten Sie mir erklären, was nicht dem parlamentarischen Sprachgebrauch entspricht? Wir werden die Diskussion jetzt hier nicht an der Stelle führen. Ich möchte Sie bitten, sich in Ihrer Rede zu mäßigen und respektvoll mit Akteuren. Also ich habe keinen Respekt vor dieser Institution und das muss ich auch nicht in einer Demokratie. Die Beispiele, die ich gerade aufgezählt habe, belegen, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das Auslassen, das Framen, das tendenziöse Berichten, das Manipulieren an der Tagesordnung. Konservativen Menschen und generell allen Nichtlinken wird in diesem Land eine Zwangsgebühr auferlegt, damit sie einen Journalismus finanziert, der systematisch linke Ideologie in jede einzelne Pore des gesellschaftlichen Körpers hineinspritzt. Und? Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Abgeordneten? Gern. Ich wollte nur fragen, ob wir Sie hier alle richtig verstanden haben, dass Sie vor dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja auch als Presse irgendwie schon Teil unserer Demokratie ist und auch dafür da ist, Sie sozusagen nach draußen zu bringen und zu verteidigen, ob Sie es wirklich ernst meinen, dass Sie davor keinen Respekt haben. Das ist meine Frage an Sie. Die Frage beantworte ich gerne. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch seine systematische Ausgrenzung konservativer und nicht-linker Stimmen schadet dieser Demokratie und deswegen habe ich keinen Respekt vor ihm. Frau von Treuenfels, bedenken Sie, wer sich zum Beispiel einfach nur weigert, die Rundfunkgebühr zu zahlen, der geht buchstäblich in den Knast, wie im Falle des Georg Thiel, der auf Antrag des WDR in den Knast gesteckt wurde, weil er nicht die Rundfunkgebühr zahlen wollte. Das ist die besonders unmenschliche Seite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und das alles wird gemacht, um einen Apparat aufrechtzuerhalten und zu zahlen, der immer weiter aufgebläht wird und insbesondere bei den Gehältern der Intendanten und Direktoren auch immer unverschämter wird. Einige Intendanten verdienen mehr als der Bundeskanzler.
Und was man auch noch zur CDU sagen muss, ist, einige CDU-Landesverbände haben in Ansätzen verstanden, wo das Problem liegt. In Sachsen-Anhalt wurde die letzte Erhöhung der Rundfunkbeiträge mit Stimmen von AfD und CDU gemeinsam gestoppt. Die Hamburger CDU-Fraktion hingegen hat voller Begeisterung in dieser Legislatur der Erhöhung der Rundfunkgebühren zugestimmt. Ich habe extra damals nur für Sie, liebe CDU, einen 3-minütigen Redebeitrag angemeldet, um Sie zu warnen. Sie wollten nicht hören. Stattdessen präsentieren Sie hier einen Reformansatz, der einerseits kraftlos, andererseits unredlich ist. Denn wer von Effizienz spricht, aber so wie die Hamburger CDU für die Erhöhung der Rundfunkgebühren die Hand hebt, der ist doch vollkommen unglaubwürdig. Was würde stattdessen helfen? Die AfD hat seit vielen Jahren ein schlüssiges Konzept für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Abschaffung der Rundfunkzwangsgebühren, Ersetzung der von Parteien und Verbandsfilz durchsetzten Rundfunkräte durch direkt von den Zuschauern gewählte Gremien, Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einen Grundfunk, der die Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellt, statt politische Propaganda. Das alles wollen Sie nicht. Entsprechende Anträge haben Sie ja abgelehnt. Aber die Wähler wollen es. Die Wähler wollen eine echte Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und nicht diesen Klamauk, den die CDU ja heute beantragt hat.